Eurythmie. Eurythmie ist eine Form der Bewegung, des Tanzes, die entwickelt wurde von Rudolf Steiner und seiner zweiten Ehefrau Marie Steiner. Eu heißt gut, richtig, und Rhythmus heißt Verhältnis, Ebenmaß, Wohlklang. Und so ist Eurythmie die Kunst der schönen Bewegung, man könnte auch sagen, eine gute, gleichmäßige Bewegung. Eurythmie ist also eine Form der darstellenden Kunst, eine Form der Bühneninszenierung, aber vor allen Dingen ist es eine Bewegungskunst. Eurythmie will ähnlich wie Tai Chi, Qigong oder auch Hatha Yoga den Menschen in seiner Körperlichkeit begreifen und über Bewegung das Prana, die Lebensenergie harmonisieren, zu anderen Bewusstseinsebenen führen und den Mensch in Einklang zu bringen. Eurythmie ist nicht nur Bühnenkunst, sondern spielt auch in der Waldorfpädagogik eine große Rolle. In der Waldorfpädagogik soll die Eurythmie den Kindern helfen, einen guten Zugang zu finden zu ihrem Körper, zu ihrem Empfinden und zu den tiefen Schichten der Seele. In der anthroposophischen Medizin gibt es die Heileurythmie. Dort sollen über Bewegungen Heilprozesse in Gang gesetzt werden. Die Eurythmie soll auch dem Menschen helfen, in Kontakt zu kommen zu einer tieferen Welt, einer höheren Welt, zur ätherischen Welt. Die Eurythmie soll zu einer Art übersinnlichen Bewegungen führen. Die Eurythmie wird in Verbindung gebracht mit Gedichten und Musikstücken. Manchmal wird auch die Eurythmie als sichtbare Sprache bezeichnet, als sichtbarer Gesang.